This is the soundtrack of the summer.
guy, he was taking your hand. You're out of control, I was out of control. No more I saw you, no more I need you. Control. I was out of control. No more I saw you. No more I hate you. Wenn man sich Fußball vorstellen soll, wie er ideal aussieht, dann war es genau diese Saison. Ja, sensationell. Also wirklich ein Leckerbissen. Diese Meisterschaft ganz am Schluss, beim allerletzten Spiel, erst die Entscheidung. Es gibt nichts Schöneres für jeden Fan, für jeden Aktiven auch, weil da bleibt die Spannung einfach bis zum Schluss. Ein tolles Finale, vor allem mit einem Sieger, mit dem man am Beginn der Saison überhaupt nicht gerechnet hat. Und daran sieht man, wie schön und toll eigentlich der Fußball ist und dass es mit guter Arbeit wirklich zu ganz großen Erfolgen auch führen kann. Und das wurde bei Sturm Graz heuer eindrucksvoll bewiesen. Wenn man es erst jetzt quasi mit der letzten Halbzeit entscheidet und selbst da hätte noch einiges passieren können, ist natürlich Spannung pur gewesen. Für mich ist trotzdem Sturm ein überraschender Meister. Man hat gewusst, dass sie eine gute Mannschaft haben. Waren letztes Jahr Pokalsieger mit Franco Foda, einen sehr, sehr starken Trainer. Gratulation an den Grazer Traditionsclub zur Meisterschaft 2011. Sturm Graz hat sich also durchgesetzt, agiert über 36 Runden einfach am konstantesten, macht am wenigsten Fehler, spielt nicht immer den schönsten Fußball, fährt aber Siege ein, wenn andere schwächeln. Holt die Big Points gegen die vermeintlichen Underdogs, nicht gegen die direkten Titelkonkurrenten. Weber, gute Chance, 2-0!
Wenn ich mich jetzt dann zurückerinnere, Sturm, Rapid, Austria, Salzburg, von diesen Top 4, wenn man von Sturmseite her nimmt, Sturm hat gegen diese drei großen Gegner in diesen 12 möglichen Spielen von 36 Punkten haben sie nur 10 Punkte gemacht. Also das sieht man ganz einfach, dass die Meisterschaften nicht nur in diesen großen Partien entschieden werden, sondern oft auch in diesen kleinen Partien. Und da hat heuer Rapid, aber auch Salzburg oder auch die Wiener Austria diese Punkte nicht gemacht, die Grazer gemacht haben. Und ich glaube, dass das auch ein Mitgrund ist, dass im Endeffekt Sturm das Rennen gemacht hat. Unfassbare Euphorie in Graz. Die Entscheidung am 36. Spieltag. Lange Zeit hält die Austria das Titelduell offen. Doch dann macht Samir Muratovic mit seinem 9. Saisontor alles klar. Die Geschichte ist perfekt. Samir Muratovic, Sturm 2, Innsbruck 1. Und jetzt wird nur mehr gejubelt. Es sind die Routiniers Muratovic und Haas, die in der entscheidenden Phase der Meisterschaft, der Mannschaft, ihren Stempel aufdrücken, mit ihrer Routine extrem viel zum Titel beitragen. Samir Muratovic etwa behält in Wiener Neustadt die Nerven, nimmt das Geschenk von Edin Salkic an. Unfassbare Aktion! Verwertet den wichtigsten Strafstoß der Saison. 86 Minuten vorbei, Sturm führt in Wiener Neustadt mit 2:1 und ist mehr als nur einfach Tabellenführer. In der entscheidenden Phase der Meisterschaft zum Ende hin, glaube ich, war der Muratovic mit der wichtigste Mann. Sturm hat heuer die älteste Mannschaft und Sturm war heuer im Frühjahr auch in Partien, ähnlich wie die Wiener Austria, im Bedrängnis. Hat aber mit einem Muratovic, mit einem Haas oft Spieler in ihren Reihen gehabt, die in entscheidenden Momenten entscheidende Tore gemacht haben oder das Spiel beruhigt haben oder die Mannschaft geführt haben. Man sieht das immer wieder bei älteren Spielern, die kompensieren das halt mit ihrer Erfahrung. Nach dem Abpfiff brechen alle Dämme. Der dritte Meistertitel der Vereinsgeschichte ist fixiert. Die Burschen sind schon müde gewesen. Es war wirklich schon schwierig. Aber trotzdem, wir haben das über die Bühne gebracht und wir sind Meister. Das ist ein Traum. Es ist ein Wahnsinnsgefühl. Es ist ein sportliches, schönstes Gefühl in meinem Leben. Ich kann es gar nicht beschreiben.